Diese Woche entdecken wir zusammen mit der BLS die besten Herbstausflüge ab Bern. Für die Heimat vom Dichter und Schriftsteller Jeremias Gotthelf nehmen wir die S-Bahn direkt ab Bern bis nach Lützelflüh im Emmental. Hier laufen wir dann noch die paar Schritte durch das Dörfli bis zur Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Und dem Pfarrhaus, wo der Jeremias Gotthelf als Pfarrer Bitzius gewohnt hat. Der Bitzius lebt von 1797 bis 1854. Also das war die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hierher ist er am 1. Januar 1831 gekommen. Er schreibt in der Autobiografie: «Hoch zu Ross und bei Schneegestöber sind er über die Brücke von Lützelflüh einmarschiert.» Gestärkt von Kaffee und Gipfeli tauchen wir gerade als erstes in eine Sonderausstellung in eines der bekanntesten Werke von Gotthelf ein, die Käserei in der Feenfreude. Ein Werk über die Gier der Emmentaler Bauern, die statt der nötigen Schuhe eine Käserei bauen. Sie wollten möglichst viel Milch abliefern, damit sie möglichst viel Käse produzieren konnten. Sie haben die Milch gepanscht, haben Wasser drin, Bränden unter dem Dach drauf. Und dann war natürlich der Käse nicht mehr gut. Und hier im Speicher sehen wir natürlich Requisiten aus der damaligen Zeit. Melchterli, ein Räf. Da zeigen wir, wie das dann in diesen Käsereien aussah. 13 grosse Romane und über 50 Novellen und Kurzgeschichten hat Gotthelf hier geschrieben. In den Mauern des Pfarrhauses, wo er gelebt hat, werden diese Geschichten greifbar. Unzählige Objekte, Erstausgaben und private Schätze des Pfarrer Bitzius erzählen hier von seinem bewegten Leben. Man kann sein Werk in drei Phasen einteilen. Der erste Abschnitt, das sind die sozialkritischen Werke. Da setzt er sich mit der Verdingkinder-Thematik auseinander. Und die macht ihn eigentlich zum Schriftsteller. So schreibt er den Bauernspiegel, eine fiktive Geschichte von einem Jeremias Gotthelf, dem Verdingbub. Und von diesen weg ist dann sein Pseudonym. Und dann kommt die grosse Phase mit den Klassikern. Uli der Knecht, Uli der Pächter, wo er das Hohelied vom Berner Bauernwesen singt. Und die letzte Phase, da wird er wieder kritisch. Da setzt er sich auseinander mit dem Zeitgeist, mit dem Zentralismus, der aufgekommen ist, mit dem Radikalismus, wo die Religion keine Bedeutung mehr hatte, oder Egoismus überhand genommen hat. Und das einzigartige Gesamtwerk wollen wir jetzt noch ein bisschen erleben, bevor es morgen weitergeht, ins Welschland, nach Neuchâtel.